Na zusammen, Michi ist wieder euch da und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Guide präsentieren, wo ich euch zeigen will, wie man mit einem 120er-Char möglichst schnell die Glücksbringer hier im Valentins-Event von World of Warcraft farmen kann. Und zwar heißen die hübsche Glücksbringer. Und mit diesen können wir uns eine bestimmte Währung basteln. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt und dann zeige ich euch den Farmspot. Also, als allererstes haben wir das Valentins-Event, was sich in World of Warcraft Liebe liegt in der Luft schimpft. Und das geht vom 12. bis zum 26.02. In diesem Event können wir eine Währung erspielen, die heißt Zeichen der Liebe. Für die Zeichen der Liebe können wir uns verschiedene Items kaufen, sowohl Pets, Toys, kosmetische Geschichten anderer Natur. Und eins von den Sachen, die sich vielleicht auch für Gold für euch rentieren könnten, wenn ihr jetzt keiner seid, der ja solche Sachen sammelt, ist hier der schnelle Blumenstrauß. Das ist ein Mount, das können wir beim Händler kaufen für 270 von den besagten Zeichen der Liebe und das können wir auch ins Auktionshaus stellen. Liegt im Moment während dem Event zwischen 70 und 100k, würde ich jetzt mal sagen, auf einem durchschnittlichen Server. Ist aber außerhalb des Events deutlich teurer und pegelt sich auf EU-Reams so bei 150k so im Sommer ein, wenn das Event schon den einen oder anderen Tag quasi her ist. Heißt, jetzt das Zeug farmen, so im Sommer verkaufen und doch relativ gutes Gold machen. So, wie funktioniert das jetzt? Die Zeichen der Liebe kriegen wir über verschiedene Wege. Erstmal über Dailies, die können wir ja einmal am Tag machen, deswegen heißen sie Dailies. Und wir haben noch einen zweiten Weg, wo ihr quasi unendlich viele farmen könnt über ein Item. Und zwar heißt das Sammelset für hübsche Glücksbringer. Das könnt ihr, wenn dann bei dem Händler in den Hauptstädten kaufen direkt. Das sind die, die euch auch die Dailies geben. Die könnt ihr kaum verfehlen. Oder ihr nehmt da die Quests und Dailies an, dann kriegt ihr das Set, glaube ich, auch automatisch und müsst es gar nicht kaufen. Das wird quasi euch hinterhergeschmissen. Und wenn ihr das Set habt, dann ist es so, dass ihr, wenn ihr Mobs tötet, die euch Erfahrung bringen würden, heißt bei einem 120er-Char alle Mobs 110 aufwärts, könnt ihr von diesen hübsche Glücksbringer bekommen. Die müsst ihr auch nicht looten, sondern die kommen automatisch ins Inventar. Und diese könnt ihr 10 packen, umwandeln und dann kriegt ihr einen hübschen Glücksbringer-Armreif und den könnt ihr wieder 1:1 umwandeln in ein Zeichen der Liebe. Warum dieser Zwischenschritt nötig ist, keine Ahnung. Ja? Das macht ihr bei dem Händler, wo ihr auch die Dailies annehmen könnt, beziehungsweise auch das grundsätzliche Item herkriegt. Soweit zum Vorgeplänkel. So, jetzt zum eigentlichen Farmspot beziehungsweise Guide. Und zwar gibt es viele Farmspots und ich finde aber einen relativ guten, der ist in einer Instanz drin. Wir sind nämlich hier einmal in Legion, quasi in Asuna und dann bei der Instanz hier Eye of Ashara, also das Auge von Ashara. Und dort fliegen wir jetzt einmal rein. Und wir wollen dort jetzt möglichst viele Mobs zusammenpullen und die wegcleaven. Ja? Wir sind hier im Normal drin, ihr könnt auch gerne HC oder Mythic gehen, macht aber wenig Sinn, weil NHC einfach am schnellsten geht. Ja? Und jetzt gehen wir hier rein und gucken einmal, wie viele Abzeichen ich hatte. Ich habe 451, dass wir so einen groben Wert haben. Und jetzt machen wir einmal den Timer an. Und ich pull jetzt einfach mal hier die Mobs zusammen und dann gucken wir mal, wie schnell wir durchkommen. Ich wette, der Vorführeffekt greift jetzt wieder und ich habe jetzt einen Kackrun, aber ist egal, wir ziehen jetzt hier einfach durch. Also wir laufen hier rum, pullen einfach alle Nager zusammen, die hier nicht bei 3 auf dem Baum sind und schaut am besten, dass ihr nirgends hängen bleibt. Das Ganze kann relativ schnell sein, wenn ihr nicht geroutet werdet. Sobald ihr geroutet werdet, ist es ein bisschen lästig, ja. Man kann dem entkommen, wenn man immer weit genug von den Mobs quasi weg ist. Und wir können hier viel zusammenziehen. Die sind zwar alle Elite, aber die sind hier, wie ihr seht, nur Stufe 110. Also hauen nicht sonderlich sehr rein. Ja. Ich mache das Ganze jetzt hier mit der Reisegestalt. Die ist genauso schnell wie ein ganz normales Mount. Man hat aber den Vorteil, dass man noch diesen Sprung hat. Und das macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Und ich bin jetzt hier Tank-Gespeckt, ihr müsst aber sicher nicht Tank-Gespeckt sein, ihr könnt es sicher auch mit einem DD machen, da solltet ihr aber dann halt vielleicht ein bisschen gucken, wie viel ihr pullen könnt, das kann ich jetzt nicht abschätzen. Ich kann hier auf jeden Fall soweit den ganzen Laden pullen, das ist eigentlich nicht der Stress. So, wir haben die jetzt zusammengezogen, ich kann euch das jetzt auch einmal hier im Chat zeigen. Da haben wir jetzt den ersten Glücksbringer und ihr seht, da kommen jetzt noch mehr und wir haben relativ viele Mobs hier, ne? Also das, die cleaven wir jetzt quasi einfach alle tot und es regnet halt hier diese Glücksbringer rein. Seht ihr das? Also das ist eine relativ fixe Angelegenheit. Wir wollen schauen, dass wir den Run in
6 Minuten etwa schaffen, denn man kann Instanzen ja, quasi 10 mal die Stunde resetten, ne? Und wenn wir das durchrechnen, 60 Minuten geteilt durch 10 sind 6 Minuten, sprich, wenn ihr den Run in ja, 6 Minuten schafft, dann ist es gut. Wenn es mehr ist, dann habt ihr halt weniger pro Stunde hochgerechnet, ne, was ihr an Loot bekommt. So, jetzt aus der Höhle raus. Wir können die nicht weiterziehen, weil in der Höhle könnt ihr nicht aufmounten und dann würdet ihr quasi im Combat sein und könntet nicht weiter oder nicht wieder aufmounten. Deswegen müssen wir einmal die in der Höhle töten. Theoretisch würde ich es wahrscheinlich auch aushalten, die ganze Instanz zusammenzupullen. Das wäre jetzt nicht der Stress, aber ja, hier rumlaufen zu müssen ist ineffizient, deswegen machen wir das an der Stelle nicht. Genau, und wir pullen jetzt quasi hier bis zur nächsten Höhle auch wieder alles zusammen. Eigentlich versuchen wir, diese komischen Riesen auszulassen. Nicht, weil die irgendwie krass oder stark oder irgendwas sind. Gut, die haben ja Leben. Das Problem ist, sie fangen immer wieder an zu casten. Und dann hat man einfach die Problematik, dass die nicht mitkommen und man muss ewig warten, bis man wieder aus dem Kampf rauskommt, um aufmounten zu können oder dass ich in meine schnelle Reisegestalt komme. Ne? Wir können jetzt mal eine Zwischenbilanz gucken. Wie viele Marken wir schon gemacht hatten. Wir sind jetzt bei 477. Also so viele sind es noch gar nicht. Aber das summiert sich nahezu noch. Fuck, jetzt hätte ich nochmal springen müssen eigentlich. Egal. Ist egal. Wir kriegen das auch so hin. So, und diesmal bin ich jetzt nicht ganz so gut in der Zeit. Ich habe den Run jetzt nämlich schon ein, zwei Mal gemacht, ne? Und habe meine Zeit nicht mehr so verglichen. Ich versuche natürlich da immer ein bisschen was Besseres rauszuholen. Hier, diese Mobs bringen eigentlich auch immer relativ gut welche. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier einiges... Wir kommen jetzt mal bei 85, 87, 96, 506. Ja, da sind wir doch nochmal ganz gut hochgegangen. So, und jetzt seht ihr, was das Problem mit den Riesen ist. Die kommen ein bisschen langsamer und die bringen ja auch nicht mehr Coins, ne? Bloß weil sie krasser sind. Also sie zählen halt auch nur als einen Mob und haben halt die gleiche Chance wie die anderen Mobs. Und ja, deswegen, wenn ihr es vermeiden könnt, versucht die Riesen nicht zu adden, ja. Natürlich könnt ihr die Mobs hier alle noch looten. Ich mache das jetzt mal. Kostet euch halt ein bisschen Zeit. Sonderlich viel Loot kriegt ihr ehrlich gesagt nicht raus. Ja. Haben wir. Ja, über 50 haben wir auf jeden Fall schon zusammen. 56 Dinger. Das ist in dem Stadium jetzt eher ein schlechter Run, muss ich sagen. Ich kann sagen, so im Schnitt hatte ich eigentlich 80 Münzen bekommen. Oder 80 von diesen Glücksbringern. Kann aber nach unten und oben gehen. Also ich glaube, das Niedrigste, was ich hatte, war 70 und das Höchste, was ich hatte, waren knapp 100. Ne? Aber so im Schnitt würde ich sagen 80. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder der Vorführfall, ne? Der Vorführeffekt, sagt man, wo ich dann wahrscheinlich wieder deutlich weniger kriege. Also 50 für zwei Abschnitte ist schon sehr wenig, muss ich sagen. Mal gucken, ob ich jetzt überhaupt auf die 70 komme. So, wir machen nämlich jetzt hier noch die Krabben. Ja? Fuck, ich habe die hier nicht erwischt. Die müssten wir eigentlich auch noch mitnehmen. Egal, jetzt lassen wir sie liegen. Es dauert zu lange, bis dahinter noch zu laufen. Die Krabben nehmen wir noch mit. Und wie viel sind wir? 4 irgendwas. Ja, zeitlich sind wir auch nicht so optimal dabei. Aber wir sind noch im Rahmen. Wir sind noch im Rahmen. So, wir laufen nämlich jetzt hier die Krabben noch ab. Und dann laufen wir nicht aus der Instanz raus, sondern wir lassen uns britzeln. Ja, jetzt können wir das hier mal wieder runterschieben. Ich glaube, ihr habt jetzt gesehen, wie das funktioniert mit den Glücksbringern und dem Loot von denen. Die nehmen wir noch mit und die nehmen wir noch mit. Ich habe es getestet übrigens. Diese kleinen Blubs würden auch noch was bringen, aber es dauert schon relativ lang, die wieder alle zusammenzuziehen. Deswegen, ja, lasse ich die kleinen Blubs. So, wir haben jetzt ein paar Packs ausgelassen, also die Runde war jetzt nicht optimal. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir am Ende rausziehen. Ich bin jetzt bei 35. Was hatten wir? 50, 60, 70, 80. Oh, dann sind wir doch bei den 80, ne? Haben wir am Ende doch noch ein bisschen was aufgeholt. Wir sind jetzt bei 5 Minuten und 50 Sekunden. Ja, 6 Minuten wollen wir etwa einen Run haben. Und ja, die 80 Coins habe ich geschafft, wie gesagt. Das geht mal 20 nach oben, 20 nach unten. Gut, 70 war das Niedrigste. Ich laufe jetzt hier rein, um mich britzeln zu lassen. Gut, der Run ist jetzt zu Ende bei 6 Minuten und 12 Sekunden. Ja, man kann da noch ein bisschen was rausholen. Ein paar mehr Mobs kann man auch noch pullen. Aber es war jetzt schon soweit okay. Und ihr seht, 80 Dinger habe ich jetzt hier gefarmt in den 6 Minuten. Können wir uns hochrechnen. Ne? 10 Mal kann man es resetten. Ziemlich genau die 6 Minuten haben wir. Haben wir etwa 800 Münzen in der Stunde.
Wahrscheinlich ist die Range etwa irgendwas zwischen 70 und 100. Na, und dann hat man eine Range von, oder ja, von 70 bis 90, 70 bis 100, was man dann in den 6 Minuten und ja, in der Stunde dann quasi die 700 bis 1000, was man dann erreichen kann. Ist relativ viel. Dann kann man sich schon einiges für kaufen an Pets. Für den Mount reicht es noch nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall eine relativ schnelle Methode, würde ich sagen, um diese Coins farmen zu können. Es gibt noch ein paar andere Spots, vor allem im Low-Level-Bereich. Kann man natürlich auch machen. Hier kann man das halt direkt mit dem Mancher machen. Finde ich eine ganz schicke Sache. Vor allem mit dem holt man sich ja immer nebenbei das Zeug, weil man mit dem vielleicht Worldquest macht, irgendwas im Raid killt, irgendwas im Dungeon killt und hat dann eh schon mal Münzen mit dem oder vielleicht macht man mit dem auch eher die Dailies als mit irgendeinem Low-Twink. Genau. Ja, das war der Spot. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr ihn findet und vielleicht habt ihr ja auch einen besseren Spot. Teilt das gerne mit der Community, schreibt rein, wo euer Spot ist, und vielleicht habt ihr da einen, der krass mehr abwirft, ne? Gut, das war's jetzt mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.